Brot, Brötchen, Kuchen. Alles da und frisch und schon früh am Morgen. Natürlich auch in der Bäckerei und Konditorei Schrader in Falkenstein. Doch auch hier gäbe es so ein Angebot nicht ohne Nachtarbeit. Nachtarbeit, die oft schwer mit der Familie, mit Freunden, mit Hobbys zu vereinbaren ist. Und genau das wollte Chefin Isabel Bolz ändern, in Absprache mit ihren 16 Mitarbeitern. Und so entstand ein neues Arbeitszeitmodell. Momentan beginnen nur 2 Mitarbeiter um 14:45 Uhr. Der nächste folgt erst um 3 Uhr. Vorher haben wirklich alle um 13:30 Uhr, um 2 Uhr angefangen. Und so wird es gestaffelt, bis dann wirklich der letzte um 7 Uhr kommt. Die neuen Arbeitszeiten haben für Bolz und ihr Team aber nicht nur den Vorteil, weniger Nachtarbeit leisten zu müssen. Auch die gesundheitlichen Risiken der Arbeit in der Backstube gehen damit zurück. Denn längst ist wissenschaftlich belegt, dass Nachtarbeit körperlich und psychisch krank machen kann. Und es gibt neue Abläufe. Jahrelang gepflegte Gewohnheiten beim Backen müssen über Bord geworfen werden. Das ist unser Sportsbierteig. Diesen Teig haben wir früher 2 Uhr erst laufen lassen. Jetzt machen wir den nachmittags, dann kommt er in die Kühlung, was auch viele Vorteile mit sich bringt, von der Teigreife her, vom Geschmack und auch von der Frischhaltung. Also es hat nicht nur den positiven Effekt, dass wir später anfangen können, sondern es ist auch für die Backwaren einfach besser und auch für die Qualität. 2 Wochen lang testet das Team die neuen Arbeitszeiten, sammelt Erfahrungen, optimiert Abläufe. Fazit: Nicht nur Chefin Isabel Bolz, verheiratet und Mutter 2 Kinder, findet die Umstellung gut. Der Vorteil ist, dass ich mir doch mich nicht unbedingt hinlegen muss, wenn irgendwelche Wege zu erledigen sind, was familienintern ist. So, das ist dann halt alles möglich. Ne? Ja, und abends ist man halt einfach, man ist ausgeruhter im Allgemeinen. Also ich habe auch ein kleines Kind zu Hause und kann dann auch mal abends länger aufbleiben oder auch mit der Frau dann zusammen. Man muss dann nicht schon immer abends um 8 ins Bett gehen, sondern kann dann doch schon mal um 10 schlafen gehen und ja, und hat halt einfach noch mehr vom Tag. Die Mitarbeiter nehmen aber auch finanzielle Einbußen in Kauf, da sie weniger Nachtzuschlag bekommen. Für die meisten Kunden ist es aber kein Problem, dass anders gearbeitet wird. Auch wenn das Brot und Kleingebäck jetzt erst 1 Stunde später da ist. Als Ausgleich gibt es das, was vom Vortag übrig ist, für die Hälfte. Alles in allem geht das neue Arbeitsmodell für alle Seiten bestens auf.